Willkommen und weiter geht's mit der Enhanced Alu-Serie in Minecraft. Das heutige Bauteil werde ich euch gleich präsentieren. Die Contest-Welten habe ich heruntergeladen, habe es mir angeguckt, aber wie ich gesagt habe, oder wie ich es prophezeit habe, werde ich mir da schwer tun, einen klaren Gewinner festzustellen. Also einen klaren Gewinner nennen zu können, deswegen dauert es noch ein paar Tage, bis da das Entscheidungsvideo kommt zum Contest. Das heutige Bauteil wäre ein Voll-Subtrahierer. Also es gibt einen Volladdierer und normalerweise soll es dann auch ein Gegenstück dazu geben, also einen Subtrahierer. Wenn das Wort nicht richtig ist, dann korrigiert mich bitte. Ihr kennt es vielleicht aus der CPU-Serie, dass man die Inputs einen der Inputs invertiert, einen Carry insetzt und den Output invertiert, glaube ich auch, ja. Das wollen wir aber mal bleiben lassen. Wir wollen jetzt einfach mal ein separates Bauteil, das von sich aus subtrahiert, das wir als Einbitform bauen können, wie einen Volladdierer, und es dann stacken. Wie immer werde ich euch nur zeigen, wie das Prinzip funktioniert, wie ihr es kleiner macht oder wie ihr es in eure ALU einbindet. Eure arithmetisch-logischen Einheit oder was auch immer, für was auch immer ihr das braucht, bleibt euch überlassen. Hier mal ein Bit, werde ich mal schnell von oben zeigen. Wir sehen direkt unter mir ein XOR Gate und direkt daneben ein AND Gate mit einem invertierten Input. Also was ihr hier seht, ist nichts anderes als das hier. Kann man in Minecraft eben nur so bauen. Ja, das hier wäre ein Bit als Subtrahierer. Direkt nach dem XOR Gate, wow, kommt wie gewohnt das zweite, sprich der Carry. Also in dem Fall heißt es nicht Carry, sondern bei Subtrahierer heißt es Borrow, also kein Carry Bit, sondern ein Borrow Bit. Wird mit dem Ausgang des ersten XOR Gates wieder geexort und wird wieder mit einem AND-Gate mit invertierten Input mit dem Ausgang des ersten AND-Gate mit invertierten Input geodert. Also das wäre hier. Sprich, wir invertieren den Input, den Ausgang des ersten XOR-Gates. Das wäre hier. Bauen ein AND-Gate hier hin und odern es. Das wäre genau hier. Mit dem ersten Endgame mit invertiertem Input. Das ergibt den Borrow Out. Normalerweise wäre das dann der Carry Out. Sprich, den zweiten Bit dieses Vollsubtrahierers würden wir direkt hier daneben platzieren. Ich werde jetzt mal ein Schaltbild einblenden, damit ihr das ein bisschen besser versteht. Sieht fast so aus wie ein Full Adder, nur mit zwei Wörtern. Damit ihr auch mal gescheit seht, wie das Ding aufgebaut ist. So, das sollte klar sein. Stacken, also und erstmal kann ich euch zeigen, dass es funktioniert. Und zwar A1 minus B1, also 1 minus 0 ist 1. Und 1 minus 1 ist 0. Borrow funktioniert ähnlich wie der Carry, zieht vom Ergebnis 1 ab. Sprich, 1 und Borrow ergibt auch 0. Funktioniert fast so wie der Full Adder, nur eben andersrum. Statt addieren subtrahiert er. Aneinandergereiht kann man eben folgenden Kreislauf erkennen. Ich denke, es ist ziemlich klar, wo die einzelnen Vollsubtrahierer sind. Die einzelnen separaten Schaltkreise. Hier sehen wir wunderbar den Borrow Out. Geht in den Borrow In des nächsten. Und so weiter und so fort. Das Ganze habe ich viermal gemacht. Könnten wir mal gleich testen, ob es funktioniert. Das wäre jetzt zum Beispiel mal, also wie gewohnt, vorab mal alle A-Inputs ergeben ein Bitmuster, eine Zahl. Crash Nummer 1. Ich weiß nicht, was mit Minecraft los ist. Jedenfalls geht es jetzt weiter. Wir wollen mal zwei Zahlen subtrahieren.
Alle A-Inputs ergeben ein Bitmuster für eine Zahl, alle B-Inputs geben ein Bitmuster für eine Zahl und was wir jetzt machen werden ist 9 minus 5. Ja, es wäre erstmal die beiden hier. Der hier und der hier. A8 und A1 ist 9, B4 und B1 ist 5, 9 minus 5 ist, wie wir alle wissen, 4. Geht beliebig mit irgendwelchen anderen Zahlen, also 9 minus 4 wäre jetzt 5. Nicht. Ja, 8 minus 4. Ich bin ja auch blöd. 8 minus 4 ist 4. 8 minus 5 ist 3. Passt also alles. Komprimieren kann man den, also klein bauen auf irgendwie ein 5x5 Feld, wie den Full Adder auch. Ist aber eure Sache. Wie gesagt, ich zeige euch hier nur die Schaltkreisläufe und ihr könnt sie dann, wie ihr wollt, bei euch einbinden. Wie das geht, solltet ihr wissen, wenn ihr die, solltet ihr einigermaßen wissen, wenn ihr die CPU-Tutorial-Serie gesehen habt. Wenn nicht, kann ich euch empfehlen, die anzuschauen. Ich habe alles Wichtige, das Schaltbild, den ersten Teil der CPU-Serie nochmal unten verlinkt. In der Beschreibung. Auch eine kurze Erklärung nehme ich mal an. Und ja. A-Input am Endgate invertieren. Und den ersten Ausgang des XOR-Gates am zweiten Endgate invertieren. Dann hat sich die Sache. Ja, bis zum nächsten Mal.